Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich habe einen Text dabei, zum Glück. Den habe ich geschrieben, weil ich mal ein Gespräch mitbekommen habe von zwei jungen Männern, die sich darüber unterhalten haben, dass wenn sie irgendwann mal Kinder bekommen, dass sie sich auf keinen Fall eine Tochter wünschen, weil das ganz furchtbar anstrengend wird und weil sie den Gedanken nicht ertragen können, dass die vielleicht irgendwann mal einen Freund hat und dann steht er auf der Matte und es wird alles ganz schlimm. Und ich dachte mir so, ja, okay, also ihr bevormundet gerade Frauen, die sind noch nicht mal geboren. Was ist sonst so los bei euch? Und dann habe ich quasi direkt angefangen, ein Gedicht darüber zu verfassen. Ein Märchen ist es geworden, und zwar das Märchen von der Gleichberechtigung im weiteren Sinne. Geht so. Es war einmal heute in einem allzu nahen Land eine Königin, die trat auf den Hofplatz und gab ihrem Volke mit Stolze bekannt, ein Kind war geboren, ein Mädchen genauer. Alle Lerchen, die sich auf die Dächer gekauert, erhaschten den Blick durch den strahlenden Schauer von Blättern, gefärbt durch den Pinsel des Herbstes. Die Seelen des Schlosses versanken im Schwärmen, alle Mägde und Kellner mit Fohlen und Kälbern. Sie sahen gebannt auf die frohe Gesellschaft und als die standen und schwiegen mit offenen Mündern. Sie liebten es sehr und sie wiegten das Bündel, begannen im Tiefen die Zweifel zu zündeln. Ein Teil der Verwandtschaft, vor allem der König, zeigte sich nicht mit dem Ausgang versöhnlich. Er stand nur dabei mit gezwungener Freude. Er hätte so gern einen Jungen gezeugt, denn das ist einfach. Alles, was sie machen wollen, ist Bolzen, Holz hacken, nicht über Gefühle reden und hin und wieder einen Dübel in die Wand hauen. Aber Mädchen sind schwach und zart. Ständig muss man sie beschützen. Erst interessieren sie sich nur für Ponys und dann werden sie anstrengend. Und dann bluten sie irgendwann einmal pro Monat aus ihrer Vagina und das ist irgendwie total seltsam. Oh, und irgendwann stehen dann die ersten Jungs auf der Schwelle und das kann ich nicht ertragen, bevor sich der erste stinkende Halbstarke durch die Hintertür stiehlt und seine schwitzigen Griffel unter das T-Shirt meiner Tochter schiebt. Ist aber Schicht im Schacht, das lasse ich nicht zu. So schimpfte der König und wurde sehr wütend. So eine Schmach kommt mir nicht in die Tüte, darum baue ich nun einen Turm in die Wüste, dass die steinerne Front sie auf ewig behüte und sich damit das Unheil der Welt vor ihr schließe. Denn ich bin ihr Vater und habe die Güte, ich sorge mich um meine Ziele. Blüte. Und so baute eine Weile er am Käfig für das schöne Kind, ignorierte wie so häufig die Bedenken seiner Königin, und an einem Sonntagmorgen schlossen sich die schweren Tore. Auf der haushohen Empore stand das Mädchen und war wirklich ziemlich abgefuckt. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es war einmal heute in einem allzu nahen Land. Da lebte ein Ritter, der gab seinen Kumpels mit Eifer bekannt, dass es nicht reicht, alle 2 Wochen jemand in seiner Stammkneipe einen Barhocker durchs Gesicht zu ziehen, dass es nicht reicht, den Nachbarsjungen in eine Pfütze zu schubsen, weil er Nagellack getragen hat, dass es nicht reicht, dass Bolzen Holzhacken nicht über Gefühle reden und hin und wieder einen Dübel in die Wand hauen. Für das, was mich am Ende treibt, der Gral der vollen Männlichkeit, für das nicht hilft kein Schwert, kein Schild, um ein echter Mann zu sein, muss man eine Frau befreien. So stellte der Ritter fest, wer in meinem Alter keine Holde mal befreit hat, ist in unserer Gesellschaft ein gottverdammtes Abfallprodukt. Und er habe gehört von einem Turm in der Wüste und von einer Prinzessin, die dort lebe und sich schon nach ihm verzehre seit Jahren und wartet. Und so schwang er sich auf sein Nashorn, das Spirit Animal der Überkompensation. Und nach Tagen stand er am Ende vor dem Turm, dessen Wände sich scheinbar unendlich in den Himmel erstreckten. Und er erklomm ihn mit seinen bloßen Schneidezähnen, stieg hinein und da in der Ecke sah er eine Silhouette und er ging auf die Knie und sprach: Meine Angebetete, ich bin gekommen, um euch aus eurer misslichen Lage zu befreien und euer Schicksal in die Hand zu nehmen. Kommt mit mir und werdet meine Frau. Ihr sollt auf meinem Schloss wohnen und mir Chips in den Mund stecken, während ich Fußball gucke. Und er kniete und wartete und wartete und wartete. Und dann traf ihn ein Pantoffel und noch einer und ein Stuhl und eine Schreibmaschine. Alles, was im Turmzimmer nicht nied- und nagelfest war, wurde dem Prinzen entgegengeschleudert. Und schließlich trat aus dem Schatten die Prinzessin und die, das sah man ihr an, hatte wirklich gar keinen Bock. Der Ritter war furchtbar verwirrt, denn er hatte erwartet, dass sie ihm gleich fügsam sein würde. Und er frug: Holde Maid, was macht euch so wütend? Die Prinzessin holte Tiefluft und legte los.
Er sperrt mir meinen Vater in einen Turm und versagt mir meine Freizügigkeit und meine Bedürfnisse. Und dann kommst du um die Ecke und willst mich befreien. Lol, du denkst, ich bin hilflos? Ich habe diesen Stuhl aus meiner Niere geschnitzt. Deine Ansprache war ein einziger Imperativ. Und ich befehle jetzt auch mal was. Halt deine Schnauze. Egal, wo ich bin, es umschwebt mich ein goldener Käfig. Ich bin draußen genauso gefangen wie hier. Der einzige Vorteil ist, dass ich hier drin deine scheiß Fresse nicht sehen muss. Ich habe nicht auf dich gewartet. Ich warte auf das Ende des beschissenen Patriarchats. Ich will keinen Mann. Ich will meine Ruhe. Und jetzt verpiss dich aus meinem Turm, du Arschgesicht. Der Ritter ist zunächst noch sprachlos. Es verwirrt ihn, dass Frauen die Stimme erheben können. Er überhört das Gesagte, es scheint ihm, Smalltalk sei jetzt die richtige Strategie, um diese hysterische Prinzessin zu beruhigen. Also setzt er nochmal an und sagt: Also, Nieren eignen sich ja eigentlich nicht so gut zum Schnitzen. Ich würde dir da eher Holz empfehlen. Der Ritter ist nicht mehr unter uns. Nachdem die Prinzessin ihn rausgeschmissen hat, zieht er zurück zu seiner Mutter und gibt Pickup-Artist-Seminare. Ein paar Jahre später, bei einem Campingtrip, setzt sich eine Kuh auf sein Gesicht und er stirbt. Die Prinzessin bleibt in ihrem Turm. Sie wies noch viele Ritter ab und baute sich aus den Scherben ihrer zerbrechlichen Egos einen hübschen Mosaiktisch. Der Turm wird zur Kommandozentrale für den Sturz des Patriarchats. Mein Name ist Luca, ich bin zuständig für Buchhaltung und pure Provokation. Mein Deckname ist Lustige Frau und ich gehe auf Poetry Slams und lese diesen Text, um Männern schon mal richtig auf die Nerven zu gehen. Ganz liebe Grüße aus dem Turm in der Wüste. Vielen Dank. Lukas Vita.